Swami Atma hat uns diesen pedantischen Brief vorgelesen und dieser Interpretation über Vedanta gegeben. Und da ist mir eine Geschichte eingefallen, eine upanishadische Geschichte, eine weniger bekannte Geschichte, vielleicht auch weniger lustig als andere, aber auch nicht traurig. Es war ein großer Rishi namens Yajnavalkya. Und dieser Yajnavalkya hatte zwei Frauen. Und eines Tages hat er sich entschieden, er will der Welt entsagen und das hieß auch seinen beiden Frauen zu entsagen. Der Yajnavalkya war ein großer Lehrer gewesen und es war im alten Indien üblich, dass man großen Lehrern dann auch große Geschenke gibt nach der Lernperiode. Und so hatte der Yajnavalkya eine ganze Menge Gaben bekommen. Aber Yajnavalkya war ein Rishi, der sehr einfach lebte. Er hatte irgendwo so eine Scheune gebaut und da war das alles einfach drin geblieben. Und er selbst lebte sehr einfach. Und die eine Frau, die war so ein bisschen froh, als sie hörte, dass der Yajnavalkya jetzt gehen würde. Dann würde sie nämlich die Hälfte des Vermögens kriegen, dann könnte sie endlich den Luxus genießen, den es in dem dortigen Ashram bis dahin nicht gab. Die zweite Frau, Maitreyi, die ging zum Yajnavalkya hin und fragte, die meine Kollegin, ich weiß nicht, wie man das nennt, bei uns nicht so ganz, meine Hofrau oder wie auch immer, die ist dort ganz glücklich darüber, dass sie jetzt ein luxuriöses Leben führen kann. Aber meinst du, Liebling, dass ich durch Luxus glücklich werde? Und dann sagte Yajnavalkya, durch Luxus mögen die Sinne eine gewisse Befriedigung bekommen, aber du wirst dadurch nicht glücklich. Und Yajnavalkya ging noch weiter und sagte, jede äußere Freude ist letztlich nur ein Ausdruck der Freude des Selbst. Dann gibt es eine lange Passage, wo er dann so eins nach dem anderen aufzählt, wo er sagt, nicht wegen dem Essen ist das Essen einem lieb, sondern wegen dem Selbst ist das Essen einem lieb. Nicht wegen dem Getränk ist das Getränk einem lieb, sondern wegen dem Selbst ist das Getränk einem lieb. Nicht wegen dem Haus ist das Haus einem lieb, sondern wegen dem Selbst ist das Haus einem lieb. Nicht wegen den Kindern sind die Kinder einem lieb, sondern wegen dem Selbst sind die Kinder einem lieb. Nicht wegen Mann oder Frau ist Mann oder Frau einem lieb, sondern wegen dem Selbst ist Mann oder Frau einem lieb. Die Maitreyi hat das zuerst nicht so ganz verstanden. Dann erklärte Yajnavalkya das. Das Selbst ist unsterblich, ewig, unendlich, ohne alle Grenzen. Wenn wir in diesem Leben uns identifizieren mit einem Körper, mit einer Persönlichkeit, dann fühlen wir irgendwo instinktiv, das ist nicht richtig. So beschränkt zu sein, das ist nicht richtig. Also, alles, was uns hilft, ein bisschen von unserer Beschränktheit wegzukommen, sind wir erstmal glücklich. Sogar wenn wir was essen, was machen wir, wenn wir essen? Wir nehmen einen Teil der äußeren Welt in uns auf. Macht uns glücklich. Gut, man kann sagen, wir sind aber auch glücklich, wenn wir die Sache wieder loswerden. Aber was ist das letztlich? Es heißt, wir nehmen Verbindung auf mit dieser Welt. Wir nehmen etwas auf, wir geben wieder etwas ab. Wenn wir sagen, ja, jetzt habe ich ein doppelt so großes Zimmer. Warum sind manche Menschen darüber glücklich? Sie haben sich jetzt vergrößert. Nicht mehr so klein, sondern etwas größer. Aber egal wie groß das Zimmer ist, auf die Dauer macht das Zimmer einen nicht glücklich. Dann will man mehr haben. Wenn man mehr hat, will man noch mehr haben. Und das ist nicht nur, weil unser Geist einfach nur unersättlich ist. Sondern weil tief in uns, instinktiv, wir wissen, Begrenzung ist nicht okay.
Da eigentlich wäre es richtig, unbegrenzt zu sein. Und wiederum, wenn wir Menschen lieben, dann ist das Ausdruck, dass wir letztlich eins sind mit anderen Menschen. Wir wissen instinktiv, es ist nicht okay, dass wir uns von anderen getrennt fühlen. Es ist nicht okay, irgendwo einsam zu sein. Es ist nicht okay, irgendwo nur so isoliert zu sein. Mensch will andere lieben. Warum? Weil er tief im Inneren weiß, wir sind eins. Wir sind miteinander verbunden. Wir sind jetzt miteinander verbunden. Und jeder Mensch, mit dem wir uns verbunden fühlen, hilft uns, unsere wahre Natur zu leben und zu spüren. Aber wiederum, ein einzelner Mensch wird uns nie ganz genügen. Vielleicht manche, ein paar Monate. Aber dann irgendwo, diese Liebe wird hoffentlich wachsen und sie wird hoffentlich auch eben reifer werden. Aber sie sollte nicht ausschließlich sein. Eine Liebe zu einem Mensch, auch wenn es Kinder sind und Yoga-Schüler und alles Mögliche, wird einen nicht dauerhaft glücklich machen. Wir wissen instinktiv, intuitiv, es gibt ein allumfassendes Bewusstsein. Und so sagen die Yogis auch, zum einen erkenne jede äußere Freude, sogar jeder Besitz, Instinkt und alles, was wir so machen, ist letztlich ein Ausdruck der Verbindung und der Verbundenheit, die wir haben wollen. Jede kleine Liebe, über die wir uns freuen, die wir geben und erfahren, ist Ausdruck der Verbundenheit. Aber um letztlich das zu erfahren, was unser Herz und unser Geist tief im Inneren will, geht es darum, die Grenzen des Körpers zu transzendieren, Grenzen der Persönlichkeit, Grenzen jeder Identifikation, letztlich Grenzen von allem haben wollen und nur noch ein unendliches Sein verwirklichen. Und that's it. Wir gehen einen Moment in die Stille. In dieser Stille wollen wir die ewige Unendlichkeit einen Moment in uns aufblitzen spüren. Jetzt.